Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr geehrten Gurkinnen und Gurken. Ich habe schon mal 10 Kilometer zurückgerudert auf meinen geilen Gurken-Roadtrip. Und jetzt fahren wir weiter. Wir wollen nach Dortmund, zur Halle 77. Warum nicht, wie eigentlich geplant, nach Markus für Garage 76? Hat nicht ganz geklappt, der ist noch im Urlaub. Scheiße, der hat seinen Urlaub eine Woche verlängert. Gut für ihn, schlecht für mich. Deswegen auf nach Marco. 500 Kilometer, Nachtschicht. Weil ich würde mich in die Nacht durchballern. Weil dann haben wir jetzt nicht so das Problem mit dem LT. Unseren fetten Diesel und den Anhänger hinten dran. In diesem Sinne, auf geht's. Wünscht uns Glück, Freunde. Keine Pannen und alles muss gut laufen. Auf geht's. Nicht so kotzig für euch, aber ich fand, das musste immer sein, dass man ein bisschen Urlaub mitbekommt. Wir sind jetzt auf dem Weg die Sauerlandlinie runter, irgendwie da links bei Trier lang, A1 und Köln und so eine langweilige Gegend, so eine langweilige Strecke. Ja, die ist aber später, die kenne ich schon. Kriegen wir hin. Da habe ich schon mal gestanden. Aber deswegen fahren wir ja nachts, damit wir keinen Stau haben, weißt du? Das ist eine ganz beschissene Strecke. Und ich will einen Parkplatz vor Dortmund an der Autobahn anhalten, damit wir morgen früh noch duschen können an der Autobahn. Und dann wollen wir mal gucken, was in der Halle 77 so abgeht. Und dann haben wir hoffentlich Internet, um unsere Videos hochzuladen. Dafür war der Oberhammer. Und Hauptsache, der macht nicht schlapp. Aber bisher, auch mit Anhänger, macht er sich jetzt ehrlich ganz gut. Anstrengend mit dem Ding hier. Einmal schon mit Anlauf jeden Berg mitnehmen, alles was geht. Bin ich schon 200 Kilometer gefahren, problemlos. Nur halt jetzt wird es abenteuerlich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sieht gut aus. Original das Leben eines Saugdieselfahrers. Ich schwöre euch das. Sowas früher immer. Weißt du, vor ganz, ganz langer Zeit, in den 80ern, 70ern, wo Turbodiesel noch nicht so Standard waren.
hat man sich mit dem Saugdiesel so die Berge hochgequält. Junge, 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 was ein Gegurke. Jetzt haben wir immer wieder einen Hundi Diesel verpasst. Aber da kommen wieder ein bisschen mit hin. Das ist der Vorteil, wieder 500 Kilometer oder 450 oder was. Wir haben noch 170 Kilometer zu fahren. Aber wir müssen ja eine Sache lassen. Er hat wieder Bock auf Deutschland, ne? Einer voll am Lösen, voll am Ende. Will's machen. Also ich bin eigentlich noch relativ fit. Also ich fühle mich noch, dass ich noch berufen dafür, bis drei nachts durchzufahren. Die sechs. Das geht, aber es hat diese LKW-Krankheit, die ich von früher noch habe. Ha, geil. Ein Cabrio, der unschönes Auto. Aber nicht so geil wie mein Turbo-Volvo. Was ein Gerödel. Warum hat er mal ein Bett gegeben? Hanna ist kalt. Jetzt habe ich noch mal eben schnell die Tesla Supercharger hier inspiziert und ja, und für gut befunden. Jetzt geht's weiter mit meiner geilen Tour. Oh, also eigentlich, also geht eigentlich, ne? Also ich hätte gedacht, ich bin müde, aber ich bin tatsächlich noch ziemlich gut beieinander. Ich bin noch ein bisschen tüdelig. Auf alle meine von meinen geilen LED-Lampen jetzt noch alle funktionieren. In Italien haben wir fast nichts davon gesehen. Oha, aber vom Feinsten. Ist das nicht ein schöner Trailer? Ich muss den Ring mal wieder ein bisschen aufmotzen. Ein bisschen Zinkspray drauf sprühen. Ein paar Reifen noch. Extra Warnblinker angemacht. Ich bin immer gleich oben auf dem Berg. Also alles gut. So, Freunde, nächste Morgen. Ich bin voll verpennt. War noch nicht im Badezimmer oder irgendwas da. Mal hoffen, die haben hier auf dem Autohof eine Dusche. Glaube ich aber nicht. Hoffentlich. Hier hinten seht ihr, ich bin jetzt in Hagen auf dem Autohof. Ich bin die Nacht auch durchgefahren. Der LT hat gut gelaufen, würde ich mal so sagen. Wir hatten keine Probleme. Warten wir einmal tanken, das habt ihr ja noch gesehen. Ja, jetzt sind wir kurz vor Dortmund. 10 Kilometer oder irgendwas. Also wir haben es ganz gleich geschafft. 9 Uhr morgens. Ich war um 4 Uhr hier. Habe von 4 bis 9 geschlafen. Ja, gucken wir mal, ne? Wie die voneinander kriegen. Jetzt gehen wir eben kurz gucken. Hanna zieht sich auch gerade schon an. Dass wir jetzt irgendwie hier eine Dusche finden, vielleicht mit Glück. Oder ein Waschbecken mit Zahnbürste und sowas. Und dann tuckern wir los. Weiter nach Marco. Mal gucken, was da so abgeht. Das ist so der Plan. Da siehst du, das ist ein guter Autohof. Wir haben eine Dusche. Alter, was willst du mehr? Jetzt sind so Gurken gespannt. Ein bisschen traurig bin ich ja schon, dass es vorbei ist, ne? Hey, vorbei ist. So, frisch geduscht, wieder ans Werke. Da hat übrigens die Seitentür ausgehakt vom LT. Komplett. Ich sag gerade fast auf der Straße. Das war auch nicht so geil. Der hat echt Bock, ne? Ja. On the road again. La 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 la, never been. Hochgeschwindigkeitsautobahntour. Der ist auch Dieselfahrer. Er sucht wieder nach Schwung. So, wir haben es geschafft. Mal gucken, wie das so abgeht. Angemeldet sind wir übrigens nicht. Wäre langweilig, wenn wir es wären. So, Freunde, wir haben Internet. Das heißt, ich kann heute wieder ein Video hochladen. Was mache ich jetzt gerade währenddessen? Kommt mir das WLAN hier erschnurren. Alter, guck ich mal gegen an, gegen den Turbo, ne? Aber auch die Sitze so ein Arsch, seht ihr das? Typisch 924, ne? Immer diese üblichen Risse, dass sie genau hier am Lederrand immer reißen. Dann ist es noch ein bisschen schlimmer. Das geht sogar fast noch. Für Porsche-Verhältnisse. Das war ein geiles Auto, aber ich würde nicht wissen, wie gesagt, was da an Arbeit reingegangen ist. Happy Birthday. Und ich bin mega Bock drauf. So viele neue Autos. Alle den Caddy finde ich schon geil. Den hätte ich gerne. Komm, mit hier mit Porsche-Felgen drauf. Telefonfelgen. Oh, der ist aber oberlecker, ne? Junge, der hätte ich auch Bock drauf. Ein Gurken-Caddy muss immer noch mal kommen. In Oliv. Das ist Fakt. Alle mit der Zierleiste und der Sicke da durch, bis hinten durch, ist natürlich geil. Voll eine heiße Kiste. Gurken Ostblock, Spezial. Skoda. Vierzylinder drin. Alter, ich finde ihn auch, ich find ihn obergeil, ne? Was fehlt uns noch? Irgendwie so eine richtige Obergurke. Ostblock-mäßig. Opel GT. Kennen wir ja auch schon, den kennen wir auch. Aber egal, ne? Man kann ja mal 10-mal gucken als zweimal. Es
Skyline GT ist halt wirklich, der ist eins zu eins wie eine Corvette, ne? Nur halt hier auch, na gut, ist nicht nur GFK, ist klar, das Blech. Aber wenn ihr jetzt so guckt, das Ding ist einfach die deutsche Corvette. Gleiche Ding. Vier Zylinder drin, alles so hier halb so groß, halb so angetüdelt, paar Engelmann-Spiegel dran und schon haben sie halt eine Mini-Corvette, weißt du? Skyline GT ist halt der Hebel. Der hat hier, wo ist der Lichthebel nochmal? Der hat da so einen großen Hebel und der ist für die Scheinwerfer mit einem Zug. Die sind nicht elektrisch, die muss man mit der Hand ziehen. Dann drehen die sich sozusagen auf. Hier haben Vitara. Ist auch noch so ein. Nee, Samurai. Der Zugi Samurai heißt der. Auch eine Zeit lang relativ billig gewesen. Jetzt mittlerweile auch relativ selten auf dem Markt zu kriegen. Aber auch ein schönes Auto fürs Gelände. Der kann so einiges. Übrigens hier versicherungstechnisch abgeschlossen, das Auto, ne? Mit dieser Kette hier. Das ist mein Kübel auch so. Klingt gut. Da kann nie einer reingreifen und was klauen. Das kann gar nicht funktionieren. Hier, yeah, Monster, was machen denn meine schönen alten Alufelgen? Oder Rainer seine alten Alufelgen? Hat doch was. Die Reifen sind auch die Originalreifen von mir. Ja, von Rainer. Die sind schon schweinealt. Oh, der wird ja nicht gefahren mit den Reifen. Aber der steht echt ganz gut da. Wenn ich jetzt mal den Monster so angucke, ohne Breitbau. Hat auch schon was, ne? Ich muss mich mal um meinen Monster mal kümmern demnächst. Und die Abgaslage auch im letzten Mal gebraten. Seht ihr? Elmo komplett so aus irgendwelchen Verbundstücken und irgendwie gebastelt, wie es halt damals so war, dass man die hier irgendwie im Laufen gehalten hat, die Kisten. Aber sonst steht der echt noch ganz gut da, finde ich. Also ich finde das nicht hässlich. Das ist ein geiles Auto. Definitiv sowieso obergeil, den Saab. Aber da würde ich mir niemals anlachen. Allein schon, wenn ein Ersatzteil ist, hat die Hölle. Aber Alter, so ohne Breitbau. Ich muss erstmal meinen dringend mal ins Außenlager schaffen demnächst. Damit der erstmal hier trocken steht und nicht weitere Zeit jetzt irgendwo draußen vor mich hin oxidiert. Das muss ja auch nicht sein. Das soll ich mir diesmal machen. Ja, also die Dinger da, alles was draußen steht, was gut ist, halt nicht vergammeln lassen, damit es halt irgendwie wieder auf die Straße kommt. Ja, den kann ich mich noch erinnern. Der Simca 1100. Simca 1100. Ein schönes Auto. Aber die sind schwer verkäuflich. Der steht noch ein bisschen länger rum. Also, ne? Ich habe wieder Skoda. Obwohl ich die eigentlich so richtig, sag ich mal, so hier punkto Ostberg Oldtimer, ich finde die schon obergeil. Ne? Die kannst haben, was du willst. Die hauen schon rein. Also ich finde, die stehen nichts nach. Ne? Und die fahren halt ein bisschen skurriler halt mit diesem Heckmotor. Obergurke. Haben wir ja schon ein Thema gehabt. Escort. Lancia. Was weiß ich, was das ist. Da bin ich wieder der Ahnungslose. Den habe ich auch, den Blinkomat. Den habe ich nie. Den habe ich nicht mehr. Der Blinkomat ist, glaube ich, das glaube ich mein alter Blinkomat. Der lag nämlich in meinem Lader noch drin, in dem blauen. Ich glaube, das ist der. Ich glaube, das ist der echt. Geil. Da sieht man seine alten Sachen wieder. Man kann sagen, was du willst. Immer wenn du wieder hier bist, findest du immer was Neues, ne? Zum Gucken. Immer. Das immer wieder was Neues. Also hier wird nicht langweilig. Definitiv nicht. Ist halt nicht ein geiler Lader. Aber langsam aber sicher, ne? Es kommt überall durch, ne? Er fängt an. Okay, der hat immer schon angefangen. Das wollen wir ja nicht. Rost hat es immer gehabt, aber. Apfelsmorgen, ne? Kannst du nicht erinnern. In der Badewanne. Guck mal, hat man damals gar nicht vorstellen können, dass immer meine Badewanne teurer ist als ein Konsul. Uns überlegt. Eigentlich wäre der Konsul die fettere Karre gewesen. Können wir hier noch rumfliegen? Scirocco 2. 16V, wa? Das sind die geilsten Autos. Ja. Meiner ist ja auch bald auf der Straße. Kann ich mal Scirocco fahren. Kann ich mir runter durch die Gegend pezen. Die Felgen habe ich auch noch. Tatsächlich. Aber ich dachte mal, meiner auf ATS Cup. Wird ein bisschen geiler kommen, finde ich. Dann haben wir noch hier. Den kennen wir ja schon, den Diesel. Hat auch fette Reifen drauf, ne? Guck mal, die. Kommt ja gar nicht mehr vorwärts. Da kannst du auch nur geradeaus mitfahren. Den kann man ja aus seinen neuesten Videos jetzt. Obwohl tatsächlich, wo ich unterwegs war, ja, so groß im Video gucken kann ich eigentlich nicht. Weil entweder ich kein Internet oder keine Zeit. Eins von beiden. Hier, der hat so Scharade.
und wieder zurück. Macht keinen Sinn, wenn ich jetzt hier hinten rumgucke. Und der Björn Pieper, der fährt elektrisch mittlerweile, wa? Elektrosmart. Understatement. Bitte groß geschrieben. Guck mal, ist das nicht schön. Internet. Schön, wenn es funktioniert. Aber ist das ein tolles Auto? Aber wenn ich den Gordon hinstellen würde, könnte er wieder anfangen, mich zu hassen. Junge, ist der vergammelt. Alter Schwede. Aber obergeil, ne? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Der ist ja komplett weg. Aber der ist echt schon ganz schön. Aber erstaunlicherweise relativ trockenes Getriebe, relativ trockenes Differential. Erstaunlicherweise, das ist auch alles schon rostig. Geil, ne? Guck mal, komm, komm, die Verzuren am Rahmen, irgendwo ran fest, irgendwo am Boot fest oder sowas. Geil, dann wird ja so neue Reifen draufgeschmissen. Also dann sind die Reifen, die sind auch echt gut. Aber das ist so geil, das Ding. Aber das ist natürlich, das wäre ein Level zu viel für mich. Guck mal, vorne Trommelbremsen. Junge, ist der vergammelt. Hätte ich gar nicht gedacht. So, die ultimative Gurke hier. Aber erstaunlich pfiffig so. Das ist so mit Radkastenabdeckungen, Blinkern, kein Rückwärtsgang. Die will ich immer auf der Straße sehen. Aber das ist immer nur mit Traum, hier gegen zu fahren. Und überlegt, stell dir mal vor, du hast jetzt das Ding mit roten Kennzeichen oder so am Start. Alter, du kommst keine 5 Kilometer. Die Kopf, die zerreißen dich damit komplett. Die zerlegen dich. Ja, Freunde, es gibt wieder ein Video. Das erste Roadtrip-Video kann ich jetzt von hier aus hochladen. Ah, das ist der Hammer. Ah, die gute alte Busbank, die macht sich ja auch ganz gut. So, das heißt, Video-Durchstrecke ist vorbei. Der Gurkenkönig kann wieder. Oh, Freunde, aber wäre ein lustiger Tag in der Halle 77. Muss man so sagen. Aber jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Wir reiten weiter. Wir reiten nach Takatuka-Land. Super toll, ne? Keine Gasannahme mehr. Fehlt das? Wahrscheinlich ist der Tank wieder dicht. Das Tankrohr ist wieder dicht. Das Ding fährt nicht mehr. Wir haben wieder kein Diesel. Motor läuft nicht. Alles scheiße. Da vorne ist eine Polizeikontrolle. Wir sind mitten in der Umweltzone. Okay, Laune ist ein bisschen weniger angespannt jetzt. Jetzt weg. Unser Freund und Helfer ist gerade verschwunden. Glück gehabt. Scheiße. Wir haben wieder irgendwelche Scheiße mit der Karre hier. Und hier fahren immer irgendwelche Leute mit 40 Sachen auf dem Hof drauf. Und man auch gar nicht mal die Zeit hat, mal irgendwie die Tür einzuziehen oder irgendwas. Alter, wir haben es doch fast geschafft. Wir sind doch fast zu Hause. Ein paar Kilometer noch. Jetzt hängt er uns. Wir sind wieder so hängen. Ah, furchtbar. Immer derselbe Mist. Aber wenigstens sind wir jetzt in Deutschland. Und nicht in Italien. Stimmt, in Deutschland haben wir ein bisschen besser aufgehoben, ne? Das ist so mega nervig bei diesem Auto, ist halt, dass du immer alles zerlegen musst. Dass du immer diese ganze Scheiße alles ausbauen musst, damit du überhaupt in den Motor rankommst. Das geht mir so auf den Senkel. Das war ein Trabi, Motorhaube auf, 3 Minuten, zack, zack, Grill abgeschraubt, Motor läuft wieder. Weißt du, egal was du hast. Und bei dem Ding musst du immer diese halbe Karre zerlegen, Beifahrersitz ausbauen, Teppiche nach hinten schmeißen, alles ein- und ausräumen, von links nach rechts räumen. Das ist so nervig, das finde ich voll, das ist... Das Einzige, was mir hier auf den Sack geht. Guck mal, was unsere Reparatur macht. Wahrscheinlich ist er wieder voll am Lecken. Ich öffne mal diese Spuren hier. Oha! Ah, hier wieder Zeit, ne? Ich dachte, jetzt mal wieder einen schönen Schluck Diesel saufen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also alle 800 Kilometer einmal Diesel saufen. Das ist beim LT Standard. Scheinbar. Naja, da muss die Karre eigentlich wieder laufen. Die haben für andere provisorische Reparaturen, damit die Metallleitung und so scheint zu funktionieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass es hundertprozentig dicht ist. Achtung. Aua.
würde sagen, es funktioniert irgendwie. So, ein Kreuzer, einmal aufschrauben das Ding, einmal eben reinpusten, wieder ansaugen, reinpusten, wieder ansaugen, reinpusten, wieder ansaugen, dann wird der Tank wieder frei sein. Aber komisch, die Karre ist dreiviertel vollgetankt. Wieso zieht hier jetzt kein Diesel mehr? Das ist immer so ein Rätsel. Das ist immer so ein anderes Bild. Der Gang zum Tank ist wieder frei. Oh, da kann ich richtig reinpusten. Ich puste ein bisschen mehr da rein. Ah, jetzt muss man nur wieder ran saugen, damit wir irgendwie die Luft da wieder rauskriegen. Das ist der Part, worauf ich am wenigsten Bock habe. Und nur ganz wenig Glück gehabt. Hardcore Luft im System. Ich glaube, der läuft jetzt wieder. Das Leben ist schon ein Abenteuer, ne? Ich will noch mal eben kurz unten gucken, ob er irgendwo Diesel tropft. Aber ich glaube nicht. So, Freunde, würde ich mal sagen, der vorletzte Teil im Video. Morgen geht's für euch nach Hause. Hoffentlich schaffen wir das, Alter. Immer wieder dieselbe Scheiße. Aber mal gucken, ich bin guter Dinge. Es muss klappen. Jetzt haben wir uns Mopeds angucken. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Aber erst bis nächstes Mal, weil das will ich jetzt hier mit einbauen. Video ist schon lang wieder lang genug. Hoffentlich halten wir es echt durch. Was ein Gerödel, ey. Ist nicht normal. Egal. Nochmal danke an Marco, ne? Fürs Internet und für die Bewertung hier. Und ja, wir dampfen jetzt ab. Munter, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dunk, 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 d